Scheiße. Ja, ich könnte noch mal in die Gebäude gucken. Vielleicht noch mal irgendwie... Weiß ich nicht. Ich schau mal. Ich schau mal, was das nächste potenzielle Gebäude ist, wo ich reingehen kann und dann... Ja, schauen wir einfach mal. Da ist ein Geschenk. Ich will das ja eigentlich haben, aber ich komme da nicht ran. Hier bin ich schon lang gelaufen. Hier geht's nicht. Da ist irgendwie wirklich eine Blockade. Ja, toll. Da ist natürlich die Blockade nicht. Weißt du, da war gerade... Ja, wenn es drauf ankommt... Ja, hab ich hier eine Zeit an... Naja, alles gut. Boah, alter Falter, Falter. Alter Falter. Heil dich, Ness. Aber endlich, bringt die Mechanik, oder kann man nochmal wirklich sehen, was die Mechanik wirklich hier ausrichten kann, ne? So diese, ich sag mal, Slot-Maschine, ja. Ich glaube, wir wären jetzt sogar gestorben, wenn ich mich nicht geheilt hätte, oder? Ich weiß gar nicht. Ah, jetzt mehr. Oh, Baby. Offensive um 3, Speed um 1, Guts um 2, Vitalität um 2, IQ um 2, Luck um 1. Super. Oh, Maximum HP um 25. Wow. PP um 9. Geil. Ich würde halt schon... Da muss ich halt durch. 257, 256, 255, 254, 253. Das ist dein Problem. Wenn du nichts möchtest, verpiss dich mal bitte. Ich... Ja, ich zähle rückwärts. 252, 251, 250. Wo muss ich denn lang? Ah, jetzt macht er wieder... Okay, ich dachte, er macht jetzt noch mehr Schaden, aber... Hält sich gerade in Grenzen, so. Ich sag mal so... Gegner kann ich gerade aktuell ziemlich gut besiegen. Also da muss ich mir jetzt keine Gedanken machen, dass es irgendwie schlecht läuft. Ja. So. Was ist denn, wenn ich mich auf dem Weg halte? Ist das potenziell... ich bin das potenziell weiter, ich weiß es nicht. Ich rede nochmal mit dem Typen, ja. Das hat mir nichts geholfen. Hallo und tschüss. Ah, was haben wir jetzt hier? Night Pedon. Was ist denn ein Night Pedon? Das würde ich gerne mal wissen. Night Pedon muss ausgerüstet werden. Es absorbiert das Licht einer Flash-Attacke. Das ist gut. Potenziell. Oh ja. Erinnert auch nichts, dass ich jetzt dran... Wo bin ich denn jetzt? Komme ich auch nicht weiter. Da muss ich wirklich da oben lang. Geht nicht anders. Jetzt bin ich außerhalb der Mauer. Ist auch eine, echt verwirrend hier. Also wirklich, das ist... Auf einmal kommt das auch schon wieder ein Labyrinth gleich, ne? Schon wieder so labyrinthische Ansätze. Ja. Na, mal sehen. Nee, tatsächlich, ich komme hier gar nicht weiter. Das ist, ich muss wieder mit dem Typen reden. Hallo und tschüss. Der teleportiert mich wieder zurück. Das heißt, zurück, jetzt bin ich hier. Wieder das nächste Geschenk. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Handbag-Strap. Was ist das jetzt? Help. Ja, also Handtaschen. Nicht Strapse, hier Riemen. Ah, kann als Peitsche verwendet werden, ja. Ah, also wenn ich das während des Kampfes verwende, kann der Gegner für eine kurze Zeit am Bewegen gehindert werden. Das wäre ja perfekt eigentlich für Jurf. Weißt du was, das gebe ich mal Jurf.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der wirft doch gerne Sachen, da kann er auch mal Leute auspeitschen, das ist genau sein Ding. Ich erkenne mit meinem kleinen Auge Alakazam. Ich sehe ein Land, in dem Sommer herrscht und ein großer silberner Ball ist. Du verbrennst, aber dir geht's gut. Das ist, was ich sehe. Wow. Alter, ich weiß nicht, welche machen wir so jetzt. Hallo und tschüss. Ich teleportiere mich weiter. Jetzt bin ich hier oben. Was ist mit dir? Hallo und tschüss. Soll ich? Nein, also ja. Willkommen in Moonside. Willkommen zu Inside. Ness hat ein Geschenk geöffnet. Ein Secret Herb. Oh, sehr gut. Okay, na dann würde ich mal sagen, soll ich? Nein. Na dann, tschüss. Ah! Oh Gott, ein Schattengestalt. Kannst du mich sehen? Nein. Haha, du kannst nicht. Du bist nicht von hier, richtig? Hehe. Los geht's, weiter geht's. Hier ist dein Hut. Ja. Nee, ich muss Nein drücken. Ja, kannst du mich sehen? Warte, ja, ja. Verrückt. Aha, du kannst, hä? Du bist ein richtiger Moonsidian geworden, oder? Ach, so nennt man das also, Moonside, ne? Ist nicht irgendwie, gibt's nicht irgendwie auch so einen Begriff für selbstgebrannten Schnaps oder so? Moonlight oder wie nennt's das? Moon... Was in der Richtung warst du auch, oder? Also, wird auf jeden Fall passen zu dem, was ich hier sehe. Was denn? Suchst du irgendein Kind? Suchst du nach, nach irgendeiner Art Tür? Nun, du wirst hier keine finden. Also geh mir aus dem Gesicht, du Loser. Ich habe keine Geduld, wenn Leute mich unterbrechen, während ich damit beschäftigt bin, nichts zu machen. Toll. Okay, jetzt bin ich... Kenn ich. Haha, ich bin's, kannst du mich sehen, ja? Es gibt etwas Interessantes an dir, ne? Also werde ich dich mal verfolgen. Mach dir keine Gedanken. Wenn du in einen Kampf gehst, dann werde ich einfach mich raushalten. Okay, muss ich jetzt Angst haben? Kenn ich, ja. Wer kennt's nicht? Du kannst mich nicht sehen, oder? Ich hab den Receiver. Ach, seine Mutter anrufen. Hallo Ness, ja. Ich klinge auch traurig. Ich bin in irgendeiner Albtraumwelt gefangen, ja. So. Ich hab's ja wieder mitten beim Bügel gestört. Wie immer. Macht scheinbar nichts anderes den ganzen Tag. Oh Gott, was muss ich ja machen? Ja, ich komme irgendwie weiter scheinbar. Ich meine, ich habe jetzt mich irgendwie durch die Gegend teleportiert. Das ist ja schon mal was. Also, irgendwas, irgendwelche Dinge passieren schon hier. Hey! Würdest du dir nicht einen Goldzahn wünschen wie meinen? Gib mir ein Lächeln. Ja gut, dann wissen wir jetzt, wo wir hin müssen. Okay. Hey, grins, hehe. Yo! Denkst du nicht, dass meine Augenbrauen ziemlich cool sind? Guck dir die mal an, die sind verbunden, voll die Monobraue, ey. Dann muss ich natürlich den Typen nur wiederfinden, keine Ahnung, wo der war. Ich glaube, ich musste schon in dem Gebiet hier sein. Ich glaube, hier unten, ja, hier. Da, dein Monobrauen-Dude. Ich meine, Manu-Status, aber ich, ja. Usa! Du hast mich wirklich überrascht. Du bist der Mann mit den Augenbrauen, die verbunden sind und deinen Goldzahn hat. Wie wäre es, wenn du diese Kinder jetzt einfach mal wegschmeißt und wir was trinken gehen? Ja. Bitteschön. Wenn das dein Hobby ist, soll man mal ein bisschen Kunst zerstören, ja? Die Kunst werden wir jetzt etwas kritischer angehen hier, ja? Ja, wow, das war ein kurzer Schlaf. Das war so ein Speednap hier, ne? Powernap, wie man so schön sagt. So, wunderbar. Dann wollen wir mal zu der goldenen Statue gehen. Die steht da schon so rum. Tu mir nix. Ich bin nicht Monotoli. Das ist eine goldene Statue, die, die du zuvor gesehen hast. Ah, jetzt. Oh, jetzt.
Oh, die böse Mani-Mani-Statue greift an. Ja, ein bisschen Bassmusik etwas geremixt. Aber die Hintergründe werden immer verrückter. Das ist wirklich... Uiuiui. Ich mach erstmal Schild. Kannst das spionieren. Hat er eine Schwäche? Nope. Psi-Magnet. Genau, mach das mal schön bei Jeff weiter. Ich weiß noch nicht, wie schwach oder stark der ist. Auf jeden Fall fügt Jeff dem fast gar keinen Schaden zu. Ah, sehr schön. Ja, nur, dass ich halt fast gar keinen Schaden mache, das ist halt... Oh! Schön. Psi-Magnet. Ich glaube, ich sollte einfach mal meine Psi-Attacken raushauen, weil scheinbar... Erstmal ganz ehrlich, der... scheint sonst mal alles wegzusaugen. Will ich ja auch nicht. Ja, besser mach mal Handbackstrap. Kannst du mal ein bisschen auspeitschen. Okay, das bringt wenigstens was. Ah, hat nicht funktioniert. Wow, toll. Ja, aber das Schild gefällt mir. Irgendwie bringt das scheinbar was. Machen wir jetzt weiter Psy, Auto oder Psy-LP. Was hat nicht funktioniert? Hat doch gerade funktioniert. Jetzt hör auf mich anzusaugen. Hat das funktioniert? Ja, scheiße. Ja, komm. Viel mehr kann ich nicht machen. Ja, so schön. So muss das sein. So muss das sein. Okay, er macht aber nicht zu viel Schaden. Also gerade geht's. Das ist halt nervig, ist, dass ich fast gar nicht bei denen durchkomme. So. Kann ich halt nur noch mit normalen Attacken angreifen, was ein bisschen ungünstig ist. Paralyse. Das Body schwach geworden. Aber hey, ich hab's geschafft. Es hat gerade funktioniert. Gerade habe ich einen guten Lauf hier. Du hast gewonnen. Ness und Jurf haben 14.070 Erfahrungspunkte. Jeff Level 35. Offensive um 1, Defensive um 1, Speed um 1, IQ um 1, Maximum AP um 2. Das läuft da. So, jetzt habe ich hier freie Bahn oder was, ne? Die Mani-Mani-Statue war eigentlich ein... Ah, okay. War also eine Gerätschaft, die diese Illusion kreiert hat. Also, wahrscheinlich hat die wirklich so einfach so einen halluzinogenen Nebel ausgepustet. Ne? Die Illusion, das illusionäre Gerät ist jetzt kaputt. Kann ich das nicht einfach mitnehmen? Ich meine, kann doch bestimmt Jurf. Ich irgendwie, weiß ich nicht, was draus bastel. Ja, nur ein bisschen in dem Warenhaus, aber ein bisschen im Lager ja die ganze Zeit mit so einem leeren Blick, der ganz weit in die Ferne schaut, in deinen Augen durch die Gegend gelatscht, ne? Hast du Tag geträumt? Das ist es, genau. Aber hey, ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Das ist, wir kommen gerade richtig gut voran. Ja, hallo, das ist das Apfelkind. Ich komme mit einer richtig neuen, verrückten Erfindung. Oh, die richtig viel Potenzial hat. Vielleicht würdest du, naja, wie dem auch sei, ich nenne sie die Gourmet-Joghurt-Maschine. Es macht viele verschiedene... Ja, Geschmacksrichtung von Joghurt. Das einzige Problem ist, gerade jetzt kann ich nur... Trout, was war nochmal Trout? Traum? Nee, Trout war es anders. Irgendwas geschmacklichen Joghurt kreieren. Ja, also werde ich dir per via Escargot-Server, also Express schicken. Oh! Es kommt in der Neglected Klasse, also in der vernachlässigten Klasse. Also noch... Schön. Das möchte man doch hören von so einem Lieferservice, ne? Ja, es wird mit der vernachlässigten Klasse geschickt, ne? Ja. Vielleicht kriegst du es ja irgendwann mal. Ja, jedenfalls ist alles kaboom. Oh.
Ich habe irgendwelche Probleme. Oh nein, es geht los, es geht los. Oh, ich muss los. Oh, tschüss. Was heißt Trout? Das muss ich gleich mal nachgucken. Echt? Möchte jemand vielleicht irgendwie von Barkeeper? Was ist da los? Warum war ich gerade so komplett unter Drogen gesetzt? Ein Affe spricht mir an, warum nicht? Was? Hier, Kiko Kaka! Ich bin nicht der Delivery Man. Kiko Kaka! Ich kann mich nicht erinnern, ob wir schon mal getroffen haben. Kiko Kikoko! Talarama ist damit fertig zu fasten. Kiokoko Iki Uki. Und jetzt möchte er dich treffen. Uki Uki. Im Westen. Am Westende von Dusty Dunes. Aha. In einer Höhle mit sehr vielen Affen. Ja, ich benutze einfach meine Teleportation, um da. Tschüss. Ah, das ist deine. Was? Ja, aber du rennst einfach gegen die Wand. Geht natürlich auch. Und der nächste schon. Crash! Ups! Ups! Grüße! Es ist die Escargot Express Neglected Class. Oh, ich bin hier gerade von den staubigen Dünenwüste gekommen hier, ne? Da war dieser Typ, der sich in der Sonne, also der sich gesonnt hat, ne? Und hat mir erzählt über eine. Über irgendwie. Ja, eine Höhle mit ganz vielen Affen oder waren es Orang-Utans? Ja, wie dem auch sei. Jedenfalls, ich hab's vergessen. Ja, ich hab vergessen, ich hab das Zeug vergessen, was ich eigentlich ausliefern sollte. Also. Ich denke, es war irgendeine komische Maschine, die Trout geschmacklichen Joghurt macht. Ja, ich vergesse. Ich hab's in der Wüste vergessen. Ja. Ich werde aber nicht zurückgehen, ne? Also, frag mich nicht nach dem Paket. Ich meine, es ist dein Paket, oder? Also musst du es holen. Wow. Super. Super, wirklich. Das ist ja 5 Sterne. Ich merke schon. Ja, ich bin mal weg hier. Das ist das Ding, was ziemlich wichtig ist für dich. Also, viel Spaß in der Wüste. Also, der nächste, ja. Hallo! Ich habe gehört, dass ihr über diesen Trout-geschmacklichen Joghurt redet. Ich bin ein Dienstmädchen, das Mr. Monotoli bedienstet, ne? Und ich habe auch schon mal nach eben jenen Joghurt gesucht, ja, den wir unseren Spezialgast geben können. Wenn du irgendwas darüber weißt, dann sag's mir bitte. Ich habe schon lange danach gesucht und gesucht, Wow. Also, ganz ehrlich, wenn das jetzt nicht irgendwie einfach nur voll die Parodie ist, weiß ich auch nicht. Hier werden gerade einfach nur so diese Quests gedroppt, weißt du, so völlig. Völlig random, so, weißt du. Oh, du hast darüber geredet? Ich habe jetzt auch ganz zufällig einen Quest für dich. Und natürlich möchte ich genau den einen Joghurt, den du mit der Maschine aktuell herstellen kannst. Ganz wichtig. So, wie viel AP habe ich denn? Okay, ich muss nochmal eine Runde schlafen. Kann ich es mir leisten, ja. Möchtest du bitte hier bleiben? Ja. So, jetzt gucke ich, während hier geschlafen wird, mal, was Trout heißt. Ich will es wissen. Ich kann nicht ohne diese Information leben hier. So, Trout. Forelle. Forelle. Forellenjoghurt. Das ist ekelhaft. Jeff? Der ist gerade über den Boden geschwebt. Warum läuft denn der so komisch gerade? Hier. Der läuft total langsam. Was ist denn los? Hey Jeff. Morgen hast du gut geschlafen. Ja, immer. So, Vater, ich bin's. Ja, bla bla bla. Kriegst Geld auf dein Konto. Jeff hat die Macht, ich merk schon. Kann einfach über den Boden schweben. Ja gut, dann wollen wir doch mal in die Wüste, ne? Gute Nacht, schlaf gut. So, dann wollen wir mal in die Wüste. In den Westen. Ein bisschen Geld haben wir auch, das heißt, wir können uns dann auch ein. Ja, wir können uns dann potenziell auch ein Handtuch kaufen, falls wir einen Sonnenstich bekommen. Das heißt, da sind wir auch gut abgesichert. So, ja, komm, den Schmetterling saugen wir auch noch weg. Da lutschen wir auch noch den letzten Feenstaub weg hier. Das Spiel ist ja eh generell, also ich weiß nicht, hier gibt es so viel Drogenkonsum in diesem Spiel und das Nintendo-Spiel, wohlgemerkt. Erst habe ich einen Kaffee von Mr. Saturns, der mich völlig
Ja, der mir völlig einen Trip gibt, ja, wohlgemerkt. Dann bin ich in diesem Moonlight City, was damals ja auch noch ein Drogentrip war. Wahrscheinlich lag der wirklich in dem Regal einfach so ein bisschen LSD, was sich Ness einfach durch die Nase gezogen hat oder was weiß ich, wie er es macht. Gespritzt, aufgesaugt. Damit eingeschmiert. Also das haben die auch bestimmt bewusst gemacht, dass sie ja so ab und zu mal so ein bisschen so ein paar Drogentrips eingebaut haben. Ich glaube mal ganz ehrlich, man kann so ein Spiel nicht irgendwie kreieren, ohne nicht mal ein paar Drogentrips mit einzubauen. Ja. So, dann werden wir uns nach dem Westen laufen. Was? Ich bin eine kaputte Slotmaschine. Aber die Sanchez-Brüder und ihre Freunde sind ein sehr glückliches Trio. Sie werden dich glücklich machen. Würdest du einen Dollar reinwerfen? Klar. Juhu, wow. Ah, okay, die sind jetzt die Slotmaschine. Okay, warum nicht? Also, ja, toll. Ich bin der große Bruder Pancho. Ich bin der kleine Kinderbruder Pincho. Ich bin Thomas Jefferson. Okay, das kam jetzt unerwartet. Ich bin Thomas Jefferson, na gut. Nachdem Weed legalisiert wurde, hat Ness 2 Marihuana gleichzeitig inhaliert und seitdem ist er einfach nicht mehr der gleiche, ja, genauso. Ich bin Thomas Jefferson, okay. Ich werde jetzt erstmal so westlich wie möglich laufen, ne? Das war ja Westen. Ich frage mich trotzdem, warum gerade... Warum läuft er so komisch? Können wir das speichern? Machen wir nochmal Speicherstand. Immer einmal zu viert, einmal zu wenig, ne? Ich meine, solange es jetzt kein Bug ist oder sowas, ich meine, Hauptsache er folgt mir und das ist das Wichtigste, ne? Jeff ist zu abgehoben, ja, scheinbar schon. Ja, ja. Affe. Da ist er doch, die Affenhöhle, oder nicht? Hier waren noch die Affen. Ja, stimmt, da war ja dieser schwebende... Ich erinnere mich, dieser Mönchtyp da. Der war eigentlich hier. Jetzt ist er hier nicht mehr. Okay, Opika, Jako, Okiki. Möchtest du ein Skip-Sandwich haben? Okiki, Okiki. Ja, ich werde mich mal zur Seite geben, wenn du mir eins gibst. Okiki, kannst du mir eins geben? Habe ich eins? Jetzt will er unbedingt ein Skip-Sandwich haben. Oh, ich werde mich nicht bewegen.